Der Titel der heutigen Predigt ist Wenn die Hoffnung schwindet. Hoffnung ist eine Art Lebenselixier, etwas, das jeder Mensch haben sollte und auch braucht. Aber was genau ist Hoffnung? Was gibt uns das? Was hilft uns das? In Wikipedia gibt es eine Zusammenfassung. Und darin steht, Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Also etwas, das man noch nicht sehen kann. Das kann ein bestimmtes Ereignis sein, aber auch ein grundlegender Zustand, wie etwa anhaltende Gesundheit oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende oder auch sogar die allumfassende emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Sehr interessant. Wo richten wir unsere Zukunft aus? Auf was? Wohin? Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird, wovon wir hier von Kleingläubigkeit reden würden. Ihr Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation oder die Depression. Und da sich derzeit die ganze Welt in einem absoluten Desaster befindet, wie es noch nie war, welches von Menschenhand herbeigeführt wurde, stehen viele vor einer Hoffnungslosigkeit, da einige ihre gesamte Existenz verloren haben, andere werden sie vielleicht verlieren und nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen. Ich habe gestern in den Nachrichten gehört, dass Herr Norbert Blüm, der vor kurzem gestorben ist, gesagt hat, Politik ist Kampf und wer Harmonie sucht, der muss sich einen anderen Job suchen. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist immer ein Machtgehabe, eine Gier nach dem, dass man immer nach außen, nach vorne brechen will und immer höher sein will und besser wissen. Die wissen gar nichts. Nichts wissen sie. Einige, aber auch die Geschwister unter uns, befinden sich derzeit unter großer Existenzangst. Viele haben keinen Job mehr, dürfen immer noch nicht arbeiten oder können nicht mehr, sehen keinen Ausweg mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Kinder stehen dabei im Fokus, da sie weiterhin versorgt werden müssen. Die Bibel, ein Buch voller Weisheit und Rat, gibt uns viele Antworten und ist voll von Hoffnungsträgern, die Gott uns gibt für das tägliche Leben. Herr Blasinger hat vor kurzem in seiner Kurzpredigt erwähnt, wir werden nicht immer eine klare Antwort in der Bibel finden, aber sie gibt uns eine gute Navigation. Man muss aufpassen, dass man nicht die Ausfahrt verpasst. Doch wenn die Hoffnung schwindet, dann haben wir ein echtes Problem. Denn wenn die Hoffnung in uns schwindet, dann stirbt auch der Glaube in uns. Und was werden wir dann noch haben? Woran können wir uns noch festhalten, wenn wir keine Hoffnung mehr haben? Was bleibt uns noch, wenn wir die Hoffnung aufgeben? Wenn wir alles hinschmeißen? Viele Geschwister haben das schon getan. Und wir wissen nicht, was daraus wird. Was lehrt uns Paulus? Was lehrt uns Salomo? Was lehrt David? Und was lehrt uns Gott? Beginnen wir mit Hebräer 11. Hebräer 11 und beginnt mit Vers 1. Und ich lese vornehmlich aus der Luther 1984. Wenn ich etwas anderes lese, werde ich darauf anmerken. Hebräer 11 und Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube,
eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut, zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noah glaubte daran und er setzte seine ganze Hoffnung in voller Zuversicht auf Gott, obwohl er nicht wusste, was ihn erwarten würde. Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, und in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Man muss dabei bedenken, dass er im Ungewissen auszog. Stellen Sie sich mal vor, heute kommt jemand zu Ihnen, ja, du musst jetzt ausziehen, ich gebe dir ein Land. Und du weißt nicht, wo du hinkommst. Und weil er nicht wusste, wo er hinkam, er aber die Hoffnung und wusste in voller Zuversicht, dass Gott für ihn alles regeln würde. Schauen wir uns Römer 4 an. Römer 4, und lesen wir die Verse 18 bis 25. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt wurde aus 1. Mose 15,5. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Es geht darum, dass er so viele Nachkommen haben sollte, wie die Sterne im Himmel, die niemand zählen kann. Vers 19, und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon gestorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und das wird auch Gott tun, wenn auch wir daran glauben. Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen. Auch um wahres unseretwillen. Heute. Denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat, von den Toten, welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Christus ist der Erstling. Er wurde auferweckt. Gehen wir zurück zu Hebräer 11 und Vers 9. Lesen wir weiter Hebräer 11, Vers 9. Durch den Glauben ist er, Abraham, ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem fremden Lande, und wohnte in Zelten, und Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Können wir das auch sagen, dass wir darauf warten, auf eine neue Welt, auf eine neue Stadt, auf den Frieden Gottes? Oder haben wir den Mut und die Kraft verloren, die Hoffnung verloren? Schwinden wir darin? Vers 11. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war,
Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hat. Auch Paulus spricht in seinem Brief an die Hebräer von vielen Hoffnungsträgern, wie in keinem anderen Brief. Er sagt in Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Vers 14, wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen wären, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem himmlischen, das himmlische Jerusalem, das neue Jerusalem. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Das neue Jerusalem. Sie alle hatten große Hoffnung und ihr Glauben hat sie nicht zu Schanden gemacht. Vers 32. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson, und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreich bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Aber nicht sie selbst, sondern durch Gottes Kraft ist das geschehen. Frauen haben ihre Toten durch die Auferstehung wiederbekommen. Das können wir lesen in Matthäus 27, die Verse 52 bis 53. Als Christus am Kreuz starb, sind einige wieder auferstanden, sind aus ihren Gräbern herausgekommen. Was glauben wir, wo das herkommt? Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Sie wollten nicht mit der Welt gleich sein. Sie sind rausgegangen aus der Welt. Und wollten von ihren Sünden weg sein. Vers 36, andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Und Christus warnt uns vor solchen Szenarien wie Gefängnis und Marterung. Gehen wir zu Matthäus 24. Matthäus 24 und lassen Sie uns die Verse 1 bis 13 lesen. Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt sein? Und Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und dazu kommen wir auch noch bald. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Nein, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben, hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern.
dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und schauen Sie, jetzt kommen wir hier so ein bisschen, ich muss das mal ein bisschen hier zur Seite legen. Entschuldigung. Es geht weiter, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Zunächst einmal, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Wir haben eine neue Broschüre. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, darum geht es. Sie können dieses Exemplar kostenlos bestellen. Es kostet Sie nichts, noch nicht mal der Versand. Sie bekommen es kostenlos zugestellt. Nehmen Sie sich dieser Broschüre an. Es ist sehr interessant. Und es wird gepredigt werden, ich komme nochmal darauf zurück, gepredigt werden das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt. Es gibt viele, aber ganz besonders jemanden, der ein ehemaliges Mitglied ist, der glaubt, dass noch 25% oder 22% das noch gepredigt werden muss in der Welt, was angeblich noch nicht gepredigt wird, und das würde fehlen, das würde die Zeit sowieso noch hinausschieben. Was ein Schwachsinn, was für ein blödsinniger Gedanke. Wie oft hat so ein Mensch, der jahrelang hier war, alles gehalten. Und jetzt kommen diese blöde Ideen, dass so und so viel Prozent fehlen würde. Satan versucht uns kaputt zu machen. Und die Frage ist, ob solch einer noch die Hoffnung hat. Oder ob die Hoffnung weg ist. Denn das ist ein großes Problem. Gehen wir zurück zu Hebräer 11. Es ist immer das, wenn jemand meint, er ist klug und hat studiert und hochstudiert und vielleicht ist er Ingenieur, und dann Gott sagt, die Klugen der Welt sind Narren bei ihm. Ein Narr. Man muss aufpassen. Machen wir weiter mit Vers 37. Hebräer 11, Vers 37. Sie sind gesteinigt. Gesteinigt worden. Stephanus, ein Mann Gottes voller Hoffnung, der die Wahrheit aussprach vor den Hohepriestern. Doch diese konnten die Wahrheit nicht ertragen. Und wer weiß, viele in der Welt heute können die Wahrheit nicht ertragen. Und die Frage ist, was passiert? Schauen wir es uns einmal an, Apostelgeschichte 6. Viele meinen, schlau zu sein und alles besser zu wissen. Und dann fragt man Dinge, die man schon längst wissen sollte. Man muss wieder die Milch wieder wie von Anfang geben. Apostelgeschichte 6, und wir lesen die Verse 8 bis 15 zunächst. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und da standen einige auf von der Synagoge, der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Oh ja, einige tun das auch per E-Mail mit ihrem E-Mail-Verkehr oder über YouTube. Sie streiten damit, sie stellen die Seuche der Fragen, fordern irgendjemanden auf aus der Kirche, soll das beantworten. Nein, wir werden solche Fragen nicht beantworten. Wir werden ernst gemeinte Fragen beantworten, aber kein Wortgefecht führen. Vers 10. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist und von dem er redet. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und den Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf. Die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird die Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle,
die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Gesicht, sein Angesicht, wie eines Engels Angesicht. Ja, wenn Christus zurückkommt, wird er die Gebote, die Menschengesetze ändern und wird wieder zurückkehren zu den Geboten Gottes. Und das ist auch gut so. Und dann fing er in seiner Rede, wir lesen erst noch Kapitel 7, Apostelgeschichte 7, Vers 1. Und da fragte der Hohepriester, ist das so? Und dann fing er an, von Abraham und Mose und David und Salomo zu erzählen und klagte sie alle an. Stephanus klagte alle an. Ihm war zwar seine Verurteilung bestimmt schmerzhaft, keine Frage, aber er wich nicht zurück im Glauben Christi, weil er die Hoffnung hatte, das Verheißene zu erlangen. Die Frage ist, haben wir die Hoffnung noch? Oder haben wir die Hoffnung längst aufgegeben? Apostelgeschichte 7, die Verse 51 bis 60. Apostelgeschichte 7, die Verse 51 bis 60. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr, welchen Propheten eure Väter nicht folgt. Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch die Verheißung von Engeln und habt es nicht gehalten. Sie haben es verworfen. Vers 54. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Saulus wurde Paulus. Er ist Paulus und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diesen Sünden nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er, Kapitel 8, Vers 1, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Und da verstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Auch das, liebe Geschwister, kann uns passieren. Und haben wir dann noch die Hoffnung? Bleiben wir dann noch Gott treu? Bleiben wir dann noch stark? Auch Daniel, der Prophet Daniel, hat nicht Daniel die Gefangenschaft der Babylonier erlebt? Musste er nicht stetig um sein Leben fürchten? Wollte man ihn nicht auch töten wegen angeblichem Ungehorsam? Man hatte ihm eine Falle stellen wollen. Und er musste dafür ungerecht in die Löwengrube hinein. Hat nicht Gott ihm dabei herausgeholfen? Daniel war ein Mann, ein gerechter Mann vor Gott, ein Geliebter vor Gott, in großer Anfechtung und hat nie die Hoffnung verloren. Zuerst musste Daniel als junger Mann, als er in die Gefangenschaft mit seinen drei Freunden kam,
darum bitten, dass er nicht die unreine Speisen und den Wein des Königs auch essen muss, sondern bat um Gemüse und Wasser und hat ihnen Beispiele genannt. Dann musste er um sein Leben bangen, wegen des Traumes von Nebukadnezar, weil Nebukadnezar sagte, wir werden alle Wahrsager, wir werden sie töten, wir werden sie abschlachten. Daniel hatte Angst davor, aber er bat Gott darum und er hat die Hoffnung nicht verloren. Danach wurden die Menschen gezwungen, die Statue Nebukadnezars anzubeten. Denken wir daran, es wird wieder so etwas kommen, dass es heißt, wir müsst alle dieses hier anbeten. Aber Vorsicht, Daniel unterließ dies und seine Freunde kamen in den Feuerofen. Daniel hatte sicherlich große Angst, aber er hat nie die Hoffnung aufgegeben. Und danach kam Daniel in die Löwengrube. Aber Daniel hat nicht die Hoffnung aufgegeben. Und schauen wir uns an, was König Darius befahl, nachdem Daniel kein Leid geschehen war in der Löwengrube. Gehen wir zu Daniel 6. Daniel 6. Und lesen wir die Verse 27 bis 29. Das ist mein Befehl, sagt König Darius, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Hoffnung ist das, was uns am Leben erhält. Gehen wir wieder zurück zu Hebräer 11, Vers 37. Sie sind gesteinigt. Und dann sind wir die ganze Litanei durchgegangen. Sie sind zersägt, bei lebendigem Leib zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. All das haben wir noch nicht erduldet. Wir sehen zwar diesen riesen Schwachsinn, wir haben aber noch nichts erduldet. Vers 38 in Hebräer 11. Sie, deren die Welt nicht wert war, haben wir vorhin auch schon gelesen, sie achteten nicht die Freilassung. Und jetzt, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Was ist uns die Welt wert? Und was ist uns die Hoffnung wert? Vers 39. Diese alle haben durch den Glauben, also in der festen Zuversicht auf ihre Hoffnung hinaus, Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht oder auch noch nicht erlangt, was verheißen war, und für uns ist es noch ein Ist verheißen, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Das wird noch kommen. Das steht noch bevor. Diese werden ohne uns, wenn wir uns bewähren, wenn wir die Hoffnung nicht aufgeben, wenn wir nicht loslassen, nicht auferstehen und das ewige Leben empfangen, sondern mit uns. Gemeinsam. Aber dafür darf die Hoffnung in uns nicht schwinden. Denn wenn wir die Hoffnung in uns aufgeben, dann gibt es nur noch ein Warten auf das Gericht und den ewigen Tod. Denn Christus wird nicht noch einmal kommen, um für uns zu sterben, sondern für das Gericht zu halten
ein unbarmherziges Gericht wird es werden. Er ist der Richter. Er sitzt auf dem Richterstuhl, weil Gott, der Vater, ihm das Gericht gegeben hat. Aber lesen wir Hebräer 11. Wir bleiben in Hebräer 11 und lesen Vers 6. Aber ohne Glaube ist es unmöglich. Ohne Hoffnung ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Der muss glauben. Denn der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Das geht immer eins zusammen. Man kann nichts trennen davon, dass er Jesus Christus ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Hoffen wir, dass wir diesen Lohn erhalten. Wenn die Hoffnung in uns stirbt, haben wir keine Erlösung, keine Zuversicht, kein Glaube, einfach gar nichts mehr als ein Warten auf das Gericht. Aber nicht alleine Paulus hatte große Hoffnung, sondern auch andere haben Hoffnung gehabt. Und dabei verfielen manche, wenn nicht sogar viele, der Verzweiflung nahe, hielten aber trotzdem an der Hoffnung fest. Ein sehr starkes Beispiel gibt uns David in 2. Samuel. Gehen wir gemeinsam zu 2. Samuel. Ich bin immer noch in der Luther 1984. Ich glaube, da kommt auch nichts anderes heute. 2. Samuel, Kapitel 12. Und wir beginnen mit Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und ernährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um den Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Und da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes verschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und das sind auch Dinge passiert, wo David oftmals bei Saul Probleme hatte, oft seinem Leben weggerungen ist. Aber David hatte die Hoffnung und Gott hat ihm geholfen. Habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Hauses gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und das, und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria den Hethiter hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Er hatte Uria in den Krieg gesandt, hatte ihn an die vorderste Front stellen lassen, weil er wusste, an diesem Zeitpunkt wird er sterben. Vers 10.
Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmer mehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Und so spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen von deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Und da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan spricht zu ihm: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete, und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Und da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde, er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihm. Am siebenten Tage aber starb das Kind. Und die Männer Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kindlein gestorben sei, denn sie dachten: Siehe, als das Kind noch am Leben war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kindlein ist tot? Er könnte ein Unheil anrichten. Als aber David sah, dass seine Männer leise redeten, merkte er, dass das Kindlein tot sei. Und sprach zu seinen Männern: Ist das Kind tot? Und sie sprachen: Ja. Und da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Trotz allem, dass dieses Kind gestorben ist. Man kann sich nicht ausmalen oder denken, was geschieht, wie man reagiert, wenn sein eigenes Kind stirbt. Ob man da noch die Hoffnung hat. David hat die Hoffnung nicht verloren. Und als er wieder heimkam, ließ er sich Speise auftragen und aß. Da sprachen seine Männer zu ihm: Was soll das? Was tust du? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun es aber gestorben ist, stehst du auf und isst. Und er sprach: Als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte. Denn ich dachte: Wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird, und das Kind am Leben bleibt. Das war die Hoffnung, die David hatte. Und die hat er nicht aufgegeben. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Und als David seine Frau Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und wohnte ihr bei, und sie gebar einen Sohn. Den nannte er Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan. Und der nannte ihn Jedidja, um den Herrn willen. Hätte nicht David spätestens hier seine Hoffnung auf das Verheißene verlieren können? Spätestens, wenn das eigene Kind stirbt? Und auch nachdem er wusste, dass er schuldig war, Judas, als er Christus verriet, der hat seine Hoffnung verloren. Er war traurig darüber, was er getan hat, und hat sich selbst umgebracht, anstatt um Vergebung zu bitten. Ist es recht, dass wir heute so verzagen? Lassen wir die Verzweiflung in uns Wurzel tragen und aussprießen? Hat Christus bei uns unter Dornen gesät? Und die Sorge der Welt und die Begierde über alles andere dringt in uns ein und erstickt das Wort? Und wir haben keine Frucht? Alles verloren? Hat Christus umsonst dann für sie gelitten? Hat Christus umsonst für sie, für uns, für mich das Leben gelassen, wenn man die Hoffnung verliert?
hat Christus umsonst sein Blut vergossen. War denn alles umsonst, was wir gelernt haben? Auch diejenigen, die weggegangen sind. War das alles nur Spielerei, was man gelernt hat? Oder glauben Sie, andere noch weiter zu verführen zu können? Glauben Sie, das kommt gut? Schauen wir uns Davids andere Verzweiflung an und er dennoch niemals seine Hoffnung aufgab. In Psalm 40. Psalm 40. Wie oft hat David seine Schulden bekannt darin? Und um Vergebung gebetet. Sogar um Sünden, die er getan hat, wo er noch nicht mal wusste, dass es eine Sünde war. Psalm 40, die Verse 10 bis 18. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, du weißt das. Und auch uns kann es irgendwann treffen, indem es heißt, dass wir nicht mehr reden sollen, dass wir nicht mehr das Evangelium Christi reden sollen, dass wir nicht mehr vom Sabbat reden sollen, nicht mehr von den Geboten Gottes reden sollen. Aber wir werden nicht aufhören damit. Wir werden diese Hoffnung nicht aufgeben. Wir werden weitermachen. Vers 11. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle oder ich verschweige deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Auch wir tun das nicht. Wir werden nichts verschweigen, was wir wissen und gelernt haben, was uns Gott gibt, was wir zu verstehen bekommen haben. Vers 12. Du aber, Herr, wolltest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Das ist unvorstellbar. Wir wissen gar nicht, wie viel Leid das David getragen hat. Alles steht ja nicht drin. Vieles werden wir vielleicht noch erst erfahren. Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann sie nicht überblicken. Ihre sind mehr Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Aber die Hoffnung hat er nicht aufgegeben. David steht in voller Verzweiflung vor Gott und bekennt seine Sünden. Und verliert doch nicht, niemals seine Hoffnung und lässt seinen Glauben auch nicht aussterben. Vers 14. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Auch wir können das beten, dass er uns hilft. Schämen sollen sich und zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten, mich umzubringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Vers 16. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien. Da, da. Auch einige von uns könnten der kommenden Bedrängnis preisgegeben werden. Aber dennoch dürfen wir niemals die Hoffnung verlieren. Vers 17. Lass deiner sich erfreuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hoch gelobt. Denn ich bin arm und elend. Der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter. Mein Gott, säume doch nicht. Auch ein anderes Beispiel in Markus 5 und Vers 21. Markus 5 und Vers 21.
Ich glaube, da ist irgendetwas verrutscht. Ja, da scheint irgendwas verrutscht zu sein. Das ist 21. Ne, ich glaube, da ist was verrutscht. Da ist was verrutscht. Aber das ist nicht schlimm. Wir müssen auf uns Acht geben. Allesamt setzen wir wirklich keine Hoffnung darauf, dass Gott uns nicht aus der Not helfen kann. Haben wir keine Hoffnung auf eine Lösung in der Not oder in der Verzweiflung? Denken wir allen Ernstes, dass Gott uns aus der Welt herausgerufen hat, hat uns taufen lassen in den Namen Jesu Christi und dann sagt, so, jetzt seh mal zu, wie du damit einig wirst. Gott wird niemals untreu werden. Und er wird nicht unser Vertrauen falsch benutzen. Haben wir vorhin auch im Update gelesen. Schauen wir, Herr Herbert W. Armstrong war auch ein sehr, 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 sehr eifriger Mann. Sehr eifrig. Und in seiner Biografie und auch im Buch Das Geheimnis der Zeitalter hat er einiges seiner Ereignisse im Leben erzählt und niedergeschrieben. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir tatsächlich daraus erfahren können, was er erlebt hat. Mr. Armstrong erklärte auch, dass er zweimal in seinem Leben bankrott gegangen ist. Das ist keine Schande, wenn man fällt und bankrott geht, aber es ist eine Schande, wenn man nicht mehr aufsteht. Und das ist das Problem. Wenn man dann die Hoffnung verliert und einfach loslässt und sagt, ich kann nicht mehr. Er stand in Situationen, die wir uns noch nicht einmal ausmalen könnten, was er erlebt hat. Sie waren schwierig, sehr schwierig. Und auch er hatte sicherlich immer wieder mal Verzweiflungen, aber Gott hat ihn auch sehr hart herangenommen. Bis er letztendlich auch auf den Ruf Gottes gehört hat. Und dann wurde ihm alles zuteil. Dann hat er viel bekommen. Herr Armstrong, verliere niemals die Hoffnung. Niemals. Wenn wir aus der Predigerschaft heute oder in der nahen Zukunft mit ansehen müssen, wie Geschwister uns verlassen. Die Beispiele mit Satan, man kommt auf eigene Ideen. Satan verklagt uns immer wieder. Und wir können das in Sacharja 3 lesen. Schauen wir es uns kurz an. Sacharja 3 und Vers 1. Und er ließ mich sehen, den Hohepriester Jeschua, sollte eigentlich besser heißen Josua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Viele haben sich von Satan leiten lassen. Und was das betrifft, über das Buch Sacharja, über Josua, wir haben hier noch eine neue Broschüre, das Buch Sacharja, Prophezeiungen für die heutige Endzeit. Auch dieses Buch sollten Sie sich annehmen. Es sind Entwicklungen, die die Welt noch nicht gesehen hat, was kommen wird. Aber manche Geschwister gehen weg. Und manchmal ist es auch für uns zermürbend. Man redet und nochmal und nochmals. Und dann kommt Satan und macht Gottes Werk an solch einem Bruder oder Schwester zunichte. Einfach so.
Warum lässt man an der Hoffnung los? Warum lässt man daran los und vergisst das, was man gelernt hat? Und glaubt dann noch, alles besser zu wissen? Ja, glauben Sie denn, dass das für uns alles ein Zuckerschlecken ist? Dass wir sagen, ja, okay, weg. Mach, was du willst. Hab viel Spaß. Auch bei uns kommt viel Verzweiflung. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir werden sie nicht aufgeben, weil wir Gott bei uns haben. Und wir müssen auch dafür beten. Die Frage ist, warum verstehen die das nicht? Warum lässt man sich immer davon abirren? Warum hören manche nicht zu? Warum wollen sie Satan mehr gehorchen als dem Wort Gottes? Die derzeitige Situation, die die Welt in Atem hält, wirkt da auch nicht viel besser. Herr Robert Macher hat gerade davon erklärt. Viele zweifeln. Manche dürfen nur noch notgedrungen aus ihren Häusern heraus. Man darf nicht in Restaurants, nicht zum Friseur. Sieht man ja. Das ist schlimm. Das ist paradox. Man darf in keine religiösen Versammlungen gehen, aber ich darf unter einer großen Menge von Menschen darf ich einkaufen. Ich darf auf Baustellen gehen. Ich habe es gestern gerade erlebt wieder. Mitten im Gewerk, da kommen Leute, da werden Wohnungen vorgestellt, Nachmieter, was auch immer sein soll. Da wird sich nichts drum geschert. Das ist alles erlaubt. Und manchmal haben aber auch solche außergewöhnliche Situationen etwas Gutes für uns. So komisch es sich anhört. Obwohl ich diese Handlungsweise der Politik in keinster Weise für gut heißen kann, werde ich auch nicht. Aber nicht alles, was entschieden war, war gut. Aber abscheulich. Aber sehen wir diese Zeit als unsere eigene Herausforderung, als Vorbereitung. Dass das hier passiert oder was hier passiert, ist für mich persönlich ein Wake-up. Ein Wake-up auf das Vorbereiten, dass Christus bald zurückkommt. Wir müssen aufhören zu schlafen. Dass das, was passiert ist, ist eine Vorbereitung. Vielleicht macht es den einen oder den anderen wach. Und ich hoffe, dass alle jetzt endlich wach werden. Und nicht mehr denken, ja, das kann noch so viele Jahre dauern. Ja, da muss ja das noch passieren, da muss noch das passieren. Schauen Sie doch mal hin, wie schnell das geht. Von heute auf morgen. Von heute auf morgen haben wir eine Diktatur. Und das ist noch gar nichts, das, was wir jetzt erleben. Das Schlimme wird erst noch kommen. Wir müssen eines verstehen, die Welt wird nie wieder so werden, wie sie einmal war. Und die Großen und die Gottlosen werden ihren Lohn für diese Misswirtschaft erhalten, wenn Gottes Regierung aufgerichtet wird. Schlimmer geht immer. Und was sagt Salomo hierzu? Sprüche 12. Ist nicht so, als dass Salomo nichts dazu zu sagen hätte, was hier in der Welt geschieht. Er hat sehr viel zu sagen. Sprüche 12 und die Verse 12 bis 13. Des Gottlosen Lust ist Schaden tun, oder Schaden zu tun, aber die Wurzel der Gerechten wird Frucht bringen. Der Böse wird gefangen in seinem eigenen falschen Worten. Oh ja, und wie falsch sind die Worte in der Politik. Wie verlogen und wie gierig nach Macht sind sie. Aber der Gerechten entgeht der Not. Wenn wir an Gott glauben, wenn wir die Hoffnung nicht aufgeben, dann entgehen wir der Not. Weil Gott für uns sorgt. Die Frucht des Geistes
muss in uns immer weiter wachsen. Nicht gedämpft sein, sie muss wachsen. Wir wissen doch oder sollten bereits wissen, was kommt und sollten keine Furcht in uns aufkommen lassen. Denn gerade jetzt, in dieser Zeit, sagt uns Gott Folgendes. Mein Volk, bereitet euch auf das Kommen Jesu Christi vor. Wacht auf! Wir dürfen gerade jetzt, in dieser Zeit, die Hoffnung nicht verlieren. Nein, wir müssen noch stärker vorangehen. In der Schwachheit ist Paulus stark geworden, im Glauben. Er wurde fleischlich geschlagen, wurde schwach darin. Aber im Geiste ist er gewachsen und stark geworden, weil er wusste, was kommt. Satan möchte und will, dass wir zugrunde gehen, dass wir verzweifeln und unsere Hoffnung aufgeben. Die Frage ist, begreifen wir nicht, dass es alleine Satan und seine Diener sind, die uns unsere Hoffnung nehmen wollen, das ewige Leben nehmen wollen, die Krone nehmen wollen? Und die Welt versucht uns im Physischen zur Verzweiflung zu bringen. Aber das sind Satans Blendwerke. Wir als wahre Christen führen einen doppelten Kampf. Wir haben den geistlichen Kampf und wir haben den physischen Kampf. Und deswegen ist es auch nicht leicht für uns, aber mit Gott haben wir Frieden. Wir haben mit Gott Frieden und seinen Frieden, den er uns schenkt. Glauben wir, Paulus kennt solche Momente nicht? Paulus hatte große Sehnsucht, seine Geschwister zu sehen und wurde von Satan verhindert, zu seinen Geschwistern zu kommen. Hat er jemals die Hoffnung darin aufgegeben, sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Lesen wir in 1. Thessaloniker Kapitel 2. Und beginnen wir mit Vers 17. Er sagt, wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht nicht im Herzen, schauen wir auch jetzt wir heute, von Angesicht sind wir entfernt, aber nicht im Herzen, weil wir immer im Herzen eins sind. Haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Und darum, Vers 18, wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal und noch einmal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Was lernen wir von Salomo noch? Gehen wir zurück zu Sprüche 13. Sprüche 13 und lesen wir Vers 12. Hoffnung, die sich verzögert, die ängstet das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Hoffnung, die sich verzögert, die ängstigt. Den einen oder anderen lässt das verzweifeln. Aber wir müssen darin stark bleiben. Wir dürfen keine Angst in uns aufwurzeln lassen. Schauen wir es uns an in 1. Johannes 4. 1. Johannes 4, beginnen wir mit Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und vor kurzem hat Herr Robert Macher in seiner
Kurzpredigt erwähnt, Angst darf nicht unser Leben dominieren. Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, Jesus Christus, der sein Leben für alle gegeben hat. Eine andere Interpretation hierzu wäre die aus der neuen Genfer Übersetzung, die sagt, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe treibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, vor dem Gottesgericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht oder auch die Hoffnung liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer Gottes Gesetze tut, der liebt Gott. Und wie sieht es bei uns aus? Hat Gott uns die Angst gelehrt? Sollen wir zurückweichen? Sollen wir nicht die Anschläge Satans überwinden? Sollen wir nachlassen? Hat nicht Christus die Welt und den Satan überwunden? Hatte er nicht das ganze Leid und unsere Sünde für unsere Vergebung auf sich genommen? Haben wir nicht bereut bei unserer Taufe? Sollte die Taufe ein kostenloses Wasserbad gewesen sein? Gehen wir zurück zu Sprüche. Kapitel 22. Sprüche 22, mal gucken, was Salomo uns noch alles so erzählt. Die Verse 17 bis 23. Neige deine Ohren und höre die Worte von Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre. Denn lieblich ist's, wenn du sie im Sinne behältst. Lass sie miteinander auf deine Lippen bleiben, damit deine Hoffnung sich gründe auf den Herrn, erinnere ich daran, heute gerade dich. Habe ich dir nicht mannigfach aufgeschrieben als Rat und Erkenntnis, um dir kundzutun zuverlässige Worte der Wahrheit, damit du die rechte Antwort bringen kannst dem, der dich gesandt hat? Braume den Armen nicht, weil er arm ist, und unterdrücke den Geringen nicht im Gericht, denn der Herr wird ihre Sache führen und wird ihre Bedrücker bedrücken. Schauen wir, wenn wir heute vor Gericht stehen müssten, weil wir das Wort Jesu Christi in uns haben, in uns leben, weil wir es nach außen leben, vor Gericht kommen, Gott wird ihnen helfen. Gott ist der Richter. Und auf das müssen wir uns verlassen, sonst wäre die Bibel umsonst. Sonst wäre alles das, was geschrieben ist, zunichte. Sprüche 23 und die Verse 17 bis 19. Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Frucht des Herrn. Denn das Ende kommt noch. Das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Höre, mein Sohn oder meine Tochter, und sei weise und richte dein Herz auf den rechten Weg. Auch Sprüche 24 und Vers 14. So ist Weisheit gut für deine Seele, wenn du sie findest, wenn dir es am Ende wohlgehen und deine Hoffnung wird nicht umsonst sein. Was lernen wir noch aus Gottes Wort? Hebräer 6,
Hebräer 6 und Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Auch Korinther 9, 1. Korinther 9. Viele Hoffnungsträger haben wir. Alle geben uns Hoffnung und Kraft durchzuhalten und dem allen zu entrinnen. 1. Korinther 9, Vers 10. Redet er nicht überall um unseretwillen? Ja, um unseretwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Schauen wir, alles baut sich auf Hoffnung auf. Und dann müssen wir daran glauben. Römer 5. Römer 5. Und die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Sache ist, wir haben das auch. Wir haben diesen Frieden durch Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Schauen wir. Alles baut sich auf Hoffnung auf. Römer 8, Verse 24 bis 25. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Interessant. Wir warten in Hoffnung. Philipper 1, Philipper 1 und die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht. Er ist voller Hoffnung, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Vers 7. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Jesus, in Christus Jesus. Denn ich bete darum, dass eure Leiber immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Dass wir prüfen können, was das Beste sei. Man muss prüfen, was das Beste ist. Man muss prüfen, ob das stimmt, was die Bibel uns sagt. Aber nicht die Seuche
ja Fragen haben. Das, liebe Geschwister, sind alles Hoffnungsträger, an die wir uns halten müssen, halten sollten. Und wenn wir, oder wenn Sie mich heute fragen würden, was kann ich tun, um das ganze Szenario zu überstehen, und was soll ich hier tun, was kann ich da tun, und ich kann die Kosten nicht bezahlen, dann würde ich Ihnen sagen, halten Sie sich an Gott. Halten Sie sich an Gott, bitten Sie ihn im Glauben, bedrängen Sie ihn im Gebet, dass es Sie nicht alleine lässt, dass er Ihnen hilft, und bleiben Sie geduldig, in Hoffnung. Geben Sie diese Hoffnung nicht auf. Lassen Sie niemals den Gedanken aufkommen, ja, Gott kann mir jetzt gerade nicht helfen. Das kann er nicht. Gott kann immer helfen, wenn Sie daran glauben, wenn Sie das wollen, wenn Sie das hoffen. Wenn Sie keine Hoffnung haben, kann Ihnen Gott nicht helfen. Denken Sie daran, als Christus zu Hause war, er konnte nichts tun. Er konnte nicht ganz wenige Menschen helfen, von Krankheit erlösen, weil viele nicht glaubten. Die haben die Hoffnung nicht gehabt. Gott weiß darum und wird ihnen helfen. Wenn auch neue Wege offenbaren. Wir sollen keine Angst haben, auch wenn wir der eine oder andere den Job verliert. In Deutschland wird niemand verhungern. Es gibt für alles eine Lösung. Für alles. Und Sie können mir glauben, ich war schon an dem tiefsten Punkt, bevor ich zur Kirche kam. An einem sehr tiefen Punkt. Aber ich habe neu anfangen können mit weniger als nichts. Mit weniger als nichts. Da muss man sich Gedanken machen, was ich damit meine. Wenn man weniger hat als nichts. Und Gott hat geholfen. Und Gott wird helfen. Gehen wir gemeinsam zu Hebräer 12. Wenn wir loslassen, haben wir ein Problem. Hebräer 12, wir beginnen mit Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Alles. Werfen Sie die Probleme auf Gott und befassen Sie sich nicht mit irgendwelchen Problemen, dass Sie meinen, Sie müssten das alles alleine tun. Nein, werfen Sie Ihre Probleme auf Gott. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Er ist uns bestimmt. Wir müssen durch dieses Leiden gehen. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden, liebe Geschwister. Wir haben noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Im Kampf gegen die Sünde und haben bereits den Trost vergessen, der zu euch geredet, wie zu seinen Kindern: Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er, den straft er. Und er schlägt jeden Sohn oder jede Tochter, den er annimmt. Vers 7. Es dient zu eurer Erziehung. Wenn ihr dulden müsst, wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns da nicht viel mehr unterordnen, dem geistlichen Vater, damit wir leben? Dem geistlichen Vater, der uns geschaffen hat, der uns das Leben gegeben hat, der uns das Leben geben will, das ewige Leben. Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach unserem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten,
damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Wenn man darin geübt ist, der Sünde zu entgehen, wenn man darin geübt ist, dem Satan zu widerstehen, wenn man nicht an der Wahrheit loslässt. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Wir müssen auch alle gesund werden. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwache und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger und Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Machen wir uns mal darüber Gedanken. Schauen wir auch Hebräer 12, die Verse 25 bis 29. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet? Seine Stimme hat zu jeder Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, und er zitiert hier Haggai 2,6, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein. Lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und zum Abschluss lesen wir Hebräer 13, Vers 1. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Liebe Geschwister, bleiben Sie fest in Hoffnung. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Lassen Sie sich nicht verwirren. Lassen Sie Ihren Mut nicht sinken wegen menschlichen Gesetzen. Ich möchte Sie alle nochmal darum bitten, dass wir alle in unseren Gebeten daran denken, dass wir für das Laphüttenfest beten. Dass wir darin noch einmal zusammenkommen. Und wer weiß, vielleicht das letzte Mal.